noch ein Waschmittel. Das wächst im Garten. Margit Martin wäscht oft damit. Pflückt am Efeu ein paar von den größeren, älteren Blättern. Da stecken fettlösende Saponine drin. Für normal verschmutzte Buntwäsche reiche das völlig aus. Efeublätter in den Waschbeutel. Und tut es einfach mal so drehen, dass die Struktur ein wenig angebrochen wird. Das setzt die Saponine frei. Am besten selber mal ausprobieren. Vorher glaubt man das sowieso nicht. Ein letzter Tipp. Selbstgemachtes Putzmittel. Macht Margit Martin aus Kartoffelschalen. Da stecken die Saponine auch drin. Mit heißem Wasser aufgießen und über Nacht stehen lassen. Ab und zu im Vorbeigehen mal durchschütteln. Am nächsten Tag dann durch ein Sieb abgießen und mit ein paar Tropfen Lavendelöl veredeln, damit's gut riecht. Die Haltbarkeit, die ist allerdings ein wenig begrenzt. Wenn man es im Kühlschrank hat, so ungefähr 5 bis 6 Tage, sollte man in der Zeit verbraucht haben. Weil es sind ja keine Haltbarkeitsmittel dort und dann geht es im Sommer etwas schneller kaputt. Das ist ganz klar. Selbstgemachte Wasch- und Putzmittel, die kosten oft nur ein Zehntel der Industrieprodukte. Sie enthalten praktisch keine Chemie und sie verursachen viel weniger Müll. Im Internet gibt es Dutzende Anleitungen, wie man das macht.